Doch zunächst widmen wir uns den Emojis, die aus der digitalen Kommunikation nicht mehr wegzudenken sind. Täglich werden fast 6 Milliarden dieser bunten Bildchen verschickt. Da ist es höchste Zeit, dass ihnen eine eigene Messe gewidmet wird. Letzten November kommen daher über 400 Besucher nach San Francisco zur ersten Emojicon. Die Icons haben die Welt in SMS-Geschwindigkeit erobert. 2015 küren die renommierten Oxford Dictionaries den Heul vor Glück-Smiley sogar zum Wort des Jahres. Die Messe bietet ein vielfältiges Programm. Vom Workshop über Emoji-Karaoke bis zum Filmfestival. Ich setze ein Koala-Emoji unter meine Mails. Warum? Weil ich ein Koala-Emoji bin. Sie hat mich dazu gebracht, zum Emoji-Glauben überzutreten. Das war eigentlich gar nicht mein Ding. Ich spreche nicht viele Sprachen, aber ich spreche Emoji. Knapp 60 Kilometer vom Silicon Valley entfernt hat sich San Francisco zum Mekka der IT-Szene entwickelt. Nikki Sulkin ist vor 4 Jahren aus New York hierher gezogen. Die ehemalige Theaterregisseurin ist Stammgast beim Burning Man Festival und begeistert sich fürs kreative Programmieren. Als Emoji-Fan der ersten Stunde sammelt Nikki alle möglichen Kawaii-Utensilien, die sie im japanischen Viertel der Stadt aufstöbert. Das hier mag ich besonders gern. Es ist sehr sexuell. Oh mein Gott, schau dir das an. Eine ziemlich anzügliche Zeichnung. Naughty Skip, Footloose and Fancy Free. Mit Stickersammlung. Das hier war sicher das Vorbild für den grinsenden Kackhaufen. Und mit grinsenden Kackhaufen kennt sich Nikki aus, da sie ein Emoji-Wörterbuch zum Mitmachen initiiert hat. Ich glaube, es ist das beliebteste Emoji überhaupt. Schau, wie viele Einträge. Dazu wird am meisten geschrieben. Ist das nicht verrückt? Oh mein Gott, das ist Kunst! Es hört überhaupt nicht mehr auf. Tatsächlich haben die Emojis nicht nur in unsere Kommunikation Einzug gehalten, sondern auch in die Kunst. 2014 erschafft die New Yorker Künstlerin Carla Gannis diese Neuinterpretation von Hieronymus Boschs Der Garten der Lüste. 170.000 Wörtern im Englischen stehen etwa 1.800 Emojis gegenüber. Offenbar genug, um jede Geschichte damit erzählen zu können. Game of Thrones, die Bibel, das Kommunistische Manifest oder auch Moby Dick. Alles wird in die neue Bildsprache übersetzt, die einer Art digitalem Esperanto gleicht. Nikki hat ihr Lieblingsstück von Oscar Wilde adaptiert, The Importance of Being Earnest. Das heißt, ja, ich habe geheiratet, weil es ein Missverständnis in Vegas gab. Und hier wird beschrieben, was in Vegas passiert ist. Ich habe einen Freund, der ist Dichter, Schriftsteller und Lehrer. Er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der seitenlange Texte auf Facebook schreibt. Für mich sind diese Posts wie Artefakte aus vergessenen Zeiten. Wie heißt es so schön, ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Genau darin liegt der Erfolg der Emojis in unserer beschleunigten Welt. Außerdem transportieren sie Emotionen, anders als die schnöden Buchstaben des Alphabets. Bereits in den Anfängen der Informatik werden Zeichen so kombiniert, dass sie zum Beispiel ein trauriges Gesicht ergeben oder auch eine Katze. Der erste, der das Potenzial der kleinen Symbole erkennt, ist der japanische Designer Shigetaka Kurita. 1998 ersetzt er die Zeichenfolgen durch Bilder. Das Emoji, wörtlich Bildschriftzeichen, ist geboren. Tokyo is dressed in her holiday best for the opening of the 18th modern Olympics. 1964 finden in Tokio die Olympischen Spiele statt. Das Problem? Außer den Gastgebern spricht niemand Japanisch. Also setzt das Komitee auf Piktogramme als Orientierungshilfe für die Delegationen. Shigetaka greift diese grafischen Darstellungen auf, verfeinert sie mit bekannten Manga-Symbolen und entwirft so 176 Bildchen, geeignet für Handy-Displays.
Während die Jugendlichen in Japan die neuen Hieroglyphen lieben, kommt der Rest der Welt gut ohne sie aus, bis zum Siegeszug der SMS. Für Kurznachrichten sind sie ideal, weil sie die Gefühlslage des Absenders illustrieren. Sie kompensieren die fehlende Empathie in unseren digitalen Unterhaltungen und helfen so, Missverständnisse zu vermeiden. Seit 2010 sind die Icons auch Teil einer Datenbank. Das Unicode-Konsortium mit Sitz im kalifornischen Mountain View entscheidet jedes Jahr darüber, welche Emojis neu eingeführt werden. Mark Davis ist Mitgründer und Vorsitzender der Organisation. Unsere Arbeit besteht darin, jedem Schriftzeichen jeder Sprache eine bestimmte Zahl zuzuordnen, damit der Computer weiß, welche Zahl welchem Schriftzeichen entspricht. Wir beziehen die Emojis mit ein, weil sie als Schriftzeichen entwickelt wurden. Der Pfirsich wurde diese Woche abgelehnt. Und ich möchte, dass er weiterlebt, weil ich weiß, dass er sehr beliebt ist. Er hat viele verschiedene Bedeutungen. Der Planet-Emoji ist in Aufruhr. Die Aubergine oder auch der Pfirsich werden als anstößig verbannt. Die Pistole erscheint manchen zu realistisch. Andere diskutieren über die Palette der Hautfarben. Als lebende Sprache des 21. Jahrhunderts kommen die Bildchen nicht an den sozialen und religiösen Fragen unserer Zeit vorbei. Einige versuchen, ihre Kreationen selbst zu vermarkten, weil sie aus dem Unicode-Kreis ausgeschlossen sind. Die Emojicon gibt allen eine Bühne. Wir haben ein Proposal für 36 neue Yellow-Face-Emojis. Es ist cross-cultural recognized und sehr symbolisch, weil Pretzel kann mean. Confusion. Wir arbeiten an verschiedenen Emojis, wie der Chilischote. Erst an. Wie schaltet man ihn aus? Warten Sie 10 Sekunden. Der Nachfolger wird wahrscheinlich größer. Inzwischen wird die wunderbare Welt der Emojis von der Realität eingeholt. Die 15-jährige Ray Youth, Tochter des saudischen Kulturattachés in Berlin, kämpft für die Einführung eines Kopftuch-Emojis. Das befürwortet nicht jeder. Ich habe einen Antrag formuliert, total professionell. Bis dahin hatte ich nur Aufsätze für die Schule geschrieben. So fing es an. Alle sagten, Ray Youth, es ist nur ein Emoji, nimm es nicht so ernst. Aber vielleicht ist es mehr als das. Auf jeden Fall wäre es toll, wenn es erhältlich wäre. Eine regelrechte Invasion der Emojis ist ausgebrochen. In nur 6 Jahren haben die kleinen Bilder SMS-Abkürzungen wie LOL fast komplett ersetzt. 92% der Internetnutzer verwenden lieber ein Emoji, als Ich liebe dich oder Entschuldigung zu schreiben. Sogar das renommierte New Yorker MoMA ist ihnen verfallen. Gerade wurde der erste, von Shigetaka Kurita entworfene Emoji-Satz in die Sammlung des Museums aufgenommen. Der Kurator Paul Galloway erklärt das so. In den Bereichen Software, digitale Schriften oder Videospiele findet man heute eine unglaubliche Kreativität. Kunst ist nicht nur Öl auf Leinwand oder Bildhauerei. Sie kann auch am Computer entstehen. Und die Emojis verändern unsere Welt so radikal, wie es nur wahre Meisterwerke tun.